Auf dem langen Flug, 13,5 Stunden für mehr als 9.300 Kilometer, ist Zeit genug, sich noch einmal die wichtigsten Zahlen ins Gedächtnis zu rufen. In diesem kleinen Land, dünn besiedelt, gibt es schätzungsweise 500.000 Arten. Das sind 4-6% aller Arten weltweit. Ein wahrer Hotspot der Artenvielfalt. Inmitten der Hauptstadt San Jose findet man gelegentlich solch verträumte stille Flecken. Das Gegenstück ist in der Fußgängerzone in der Nähe des zentralen Marktes zu finden. Schon hier draußen auf der Straße versuchen die Händler alles Mögliche zu verkaufen. Auch in dem benachbarten Ladengeschäft wird versucht, mit der großen Palette an rotierenden T-Shirts die Aufmerksamkeit zu erregen. Den zentralen Markt gibt es seit 1880 in einer überdachten Halle. Hier findet sich alles. Obst und Gemüse ebenso wie die verschiedensten Gewürze. Fleisch und reiche Auswahl an Fisch ist ebenso vorhanden. Der eine oder andere Geschäftsmann nimmt sein Mittagessen in einer der zahlreichen Garküchen ein. Eine reiche Auswahl von Blumen ist ebenso zu finden wie Bekleidung, Handtaschen oder Lederwaren. Alles Mögliche und Unmögliche. Der Platz ist knapp hier, sodass vieles auch weit oben präsentiert und gelagert wird. Ein ruhiges Plätzchen findet sich in einer der nahegelegenen Kirchen. Der katholische Glauben ist vorherrschend im Land und einige Menschen sind tiefgläubig. Das ist der Parque Central, eher ein Platz. Viele Menschen machen hier aber ein kleines Päuschen. Und hier findet sich auch dieser Betonbogen, ein Geschenk des Nachbarlandes Nicaragua. Costa Rica ist von zwei Ozeanen umgeben, dem Atlantik im Osten und dem Pazifik im Westen. Eine Bergkette aus teilweise noch aktiven Vulkanen durchzieht das Land. Sie reicht bis 3.800 Meter hoch. So bietet das Land eine Reihe von Klimazonen. 12 verschiedene haben Wissenschaftler abgegrenzt. Ein weiterer Baustein für die große Artenvielfalt. Mitten im Land gibt es eine Hochebene auf ca. 1.100 Meter Höhe. Das Valle Central. Dort liegt auch die Hauptstadt San Jose. Im Großraum San Jose leben fast 3/4 aller Ticos, wie die Costa Ricaner sich nennen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Nationalpark Tortuguero an der Atlantikküste. Wir sind hier noch im dicht besiedelten Valle Central und fahren auf die Berge zu. Vorbei an landwirtschaftlich genutzten Flächen. Kaffee, Bananen und Ananas sind die Hauptfrüchte.
Die Bewirtschaftung der großen Bananenplantagen wird von internationalen Konzernen wie Dole bestimmt. Sie ist gekennzeichnet von intensivstem Anbau und extrem hohem Pestizideinsatz. Das steht in scharfem Gegensatz zu dem hohen ökologischen Bewusstsein ansonsten im ganzen Land. Weite Teile des Landes werden extensiv mit Vieh beweidet. Da finden dann auch die Kuhreiher reichlich Nahrung. In dieser ländlichen Umgebung sind viele kleine Hütten mit einigen Vorgärten zu sehen. Den letzten Teil der Strecke kann man nur mit dem Boot über den Rio Suerte bewältigen. Ein beeindruckendes Erlebnis. Nach Abschluss der Vorbereitungen kann es losgehen zur Fahrt auf dem naturnahen Fluss. Immer mal wieder sind Bäume vom letzten Sturm in den Fluss geworfen worden. Und der Kapitän fährt hier besonders vorsichtig, zumal es gerade Trockenzeit ist und der Pegel niedrig. In einigen Abschnitten geht es dann aber auch schneller voran. Einige Tiere, wie hier der Graureiher, sind aber anscheinend an den Verkehr gewöhnt und lassen sich nur wenig stören. Oh, guck mal den Baum da vorne. Oh, den Baum. Ja, das stimmt. Allzu große Hindernisse werden dann auch schon mal mit der Motorsäge bearbeitet, um Platz für die Durchfahrt zu schaffen. Das sind zwei Jesus Christ Echsen. Die werden so genannt, weil sie sogar übers Wasser laufen können. Und da drin waren dann. In der Hotelanlage im Nationalpark Tortuguero hatten wir gleich Besuch von einer Gruppe Kapuzineraffen. Die waren auf der Suche nach den nahrhaften Nüssen, die sie mit großem Geschick zerlegten, um an den leckeren Kern zu gelangen. Die Kleinsten sind auf dem Rücken der Mutter selbstverständlich dabei.
Es scheinen viele leckere Nüsse auf dem Boden zu liegen. Auch weiter oben lässt sich anscheinend etwas finden. Beim Klettern spielt der kräftige Greifschwanz eine wichtige Rolle. Aber auch kleinere Leckereien von den Menschen werden anscheinend gerne genommen. Vielleicht gibt es ja noch was. Eingerichtet wurde der Nationalpark, weil dieser Strand eine der wichtigsten Eiablagestellen für Meeresschildkröten ist. Guys, the amount of turtles that come to lay their eggs here is absolutely amazing. By the way, das kleine Dorf gleichen Namens ist heute stark von Touristen frequentiert. Der Graukappenmaskentyrann, ein Insektenfresser. Der Schwefelmaskentyrann sieht ganz ähnlich aus und hat noch weniger Scheu vor Menschen. Er baut sein Nest hier zwischen den Stromleitungen. Eine Bischofstangare. In den Ortschaften werden, wie überall, gern prächtige Blumen angepflanzt. Die ziehen natürlich Schmetterlinge an. Hühner spielen für die Ernährung eine wichtige Rolle. Kein Frühstück ohne eine Eierspeise. Von Massentierhaltung ist im Land aber nichts zu sehen. Hier balzt die Dohlengerackel. Er legt sich mächtig ins Zeug, um die Weibchen von sich zu überzeugen. Und das sind die Damen, die hier nach Futter suchen. Früh am Morgen unternahmen wir mit Ray eine Kanutour in den Dschungel. Wie es sich für einen Regenwald gehört, regnete es. Aber auch so war es ein besonderes Erlebnis, durch den dichten Wald zu gleiten. Die Bäume bilden gewaltige Wurzeln aus, um ihre Standfestigkeit zu sichern. Oben in der Krone ist ein grüner Leguan. Das ist ein Faultier mit seinen typischen langsamen Bewegungen. Bitte bleib.
Der Schlangenhalsvogel, hier ein Männchen, ist überhaupt nicht ängstlich. Er ist ein Verwandter des Kormorans und muss wie dieser sein Gefieder nach der Jagd trocknen. Nach dem Ende des Regens ergaben sich schöne Lichteffekte. Einige Insekten waren sehr prächtig und nicht zu übersehen. Andere entdeckt man erst dann, wenn man die Perspektive wechselt und sich auf ihre Ebene begibt. Die Zahl der vorkommenden Insekten ist ungeheuer groß und es sind sehr schöne dabei. Andere Tiere dagegen wollten möglichst nicht entdeckt werden. Viele Unterkünfte haben Futterstellen eingerichtet, die meist täglich frisch mit allerlei Obst bestückt werden. Diese leicht zugängliche Nahrung ist eine Attraktion für viele Arten der Umgebung, die deshalb hier gut zu beobachten sind. Hier beobachten wir einen Blauwangenhäher mit seinem charakteristischen Schopf. Das ist der Kappennaschvogel, ein Männchen. Ein Baltimore-Tropial. Ein Purpurmaskentangare. Das ist eine männliche Cherry-Tangare. Viel unauffälliger gefärbt ist das Weibchen. Auch der Gelbschultertropial lässt es sich schmecken. Der Mangrovenbaumwaldsänger ist dagegen nur zufällig in der Nähe. Er ist mehr an Insekten interessiert. Nicht nur Vögel werden von den Futterstellen angezogen. Hier labt sich ein Hörnchen. Auch der schwarze Leguan will die günstige Gelegenheit nutzen. Der Schwefelmaskentyrann ist eigentlich ein Insektenfresser. Hier hat es ihm aber ein großes Stück Melone angetan. Das ist zu groß und muss erstmal passend gemacht werden. Und immer noch ist es zu groß. Er bleibt aber hartknäckig. Aber jetzt. Die
Dieser Vogel hat gewisse Ähnlichkeit mit einem Tukan. Der mexikanische Lauch-Arasari ist aber viel kleiner. Hier scheint er satt und zufrieden zu sein. Das hindert ihn aber nicht daran, den Braunhäher zu verscheuchen. Den Hoffmannspecht, hier ein Weibchen, gibt es nur an der Pazifikseite von Costa Rica und Nicaragua. Diese beiden Riefenschnabel-Anis sind sehr vorsichtig und trauen sich nicht heran, wenn Menschen in der Nähe sind. Anders ist das bei diesem Nasenbären. Der kann sehr gut klettern und sichert sich eine leckere Banane. Geschickt wird sie aus der Schale befreit und dann zieht er sich zurück ins sichere Versteck. Das ist ein Gelbhosenpipra, ein begnadeter Tänzer, der uns seine Künste leider nicht zeigt. Ein Nachtkehlreiher. Auf Englisch heißt er Tiger Heron. Viel treffender, finde ich. Das ist ein Krabbenreiher. Er erinnert an einen Nachtreiher mit heller Krone. Das Weibchen des Schlangenhalsvogels hat viel mehr Braun im Gefieder als das Männchen. Der lange, spitze Schnabel weist deutlich darauf hin, dass Fische seine Nahrung sind. Kaimane sind viel kleiner als Krokodile. Sie können sich aber ebenso gut tarnen. Im dunklen Dschungel versuchen einige Pflanzen, durch Farbe auf sich aufmerksam zu machen. Der Montezuma-Stirnvogel kommt in Costa Rica nur auf der atlantischen Seite des Landes vor. Er ist ein beeindruckender, recht großer Vogel, der fast 50 cm lang werden kann. Er lebt gern am Rande von Urwäldern und ist ein Allesfresser. Bei der Balz führt er eine beeindruckende Performance auf. Er brütet in großen Kolonien in solchen selbstgebauten Hängenestern. Nächtliche Exkursionen sind ein ganz eigenes Erlebnis. Taranteln jagen gern nachts. Andere, wie Blattschneiderameisen, sind ebenfalls aktiv. Baumstachler, das ist ein Stacheltier, das auf Bäumen lebt, lugt aus dem Geäst hervor. Hier haben wir einen Zwergameisenbären neugierig gemacht. Der Rotaugenfrosch ist nachts richtig bunt. Ein Ochsenfrosch beim Abendessen. Waschbären suchen auch in Costa Rica gern in Abfalleimern nach Essbarem. Die kleinen Kaimane sind nachts erst richtig aktiv.
Der hier ist ziemlich neugierig und pirscht sich langsam heran. In der Nacht reflektieren viele Augen rötlich. Dieser Baumfrosch ist ebenfalls nachts besonders aktiv, wie seine großen Augen zeigen. Der kleine Erdbeerfrosch ist hochgiftig. Das Gift bezieht er aus seiner Nahrung, Ameisen. Hier wird gerade ein Zuckerrohrfeld abgeerntet. Das zieht viele Vögel an, die auf leichte Nahrung hoffen. Unter anderem sind das Kuhreier und Schopfkarakara. Das ist ein Raubvogel, der sich nicht zu fein ist, am Boden herumzulaufen. Eine Versammlung von Waldstörchen, Woodstorks, wie die Engländer sie nennen. Gleich nebenan sind diese Rinder zu beobachten. Zebubullen, ein schwarzer und ein weißer. Hier beobachten wir eine Gruppe von Brüllaffen. Sie hat 13 Mitglieder. Eine große Familie mit einem Alpha-Männchen, dem Vater aller Kinder. Dieses Jungtier hat sich am linken Hinterbein verletzt und ist deshalb nicht so beweglich wie die anderen. So muss es manchen beschwerlichen Umweg machen. Anstrengend. Nach einer kleinen Pause geht es weiter. Jetzt hat es die Gruppe wieder erreicht. Hier wird wohl gerade das Baby gesäugt. Und unser Verletzter ist auch wieder da.
Brüllaffen sind Vegetarier, die viel Zeit damit verbringen, die schwer verdaulichen Blätter ihrer Nahrung aufzuschließen. Sieht eigentlich recht entspannt aus. Hier haben wir eine Gruppe von Elfenbeinsittichen. Es sind gesellige Vögel und in den späten Abendstunden kamen sie alle zusammen, um ihr Abendessen einzunehmen. Die reifen Orangen waren da eine gute Gelegenheit. Hier hängt die Orange noch am Baum, während sie schon verspeist wird. Dieser Papagei ist erst noch in der Orientierungsphase. Er schaut erst einmal herum. Um sich dann doch für eine andere Stelle zu entscheiden. Er hat offenbar eine ganz besondere Frucht entdeckt. Und liebt Herausforderungen. Jetzt hat er sie abgepflückt. Und hält sie mit einem Fuß fest und kann dann erst einmal mit dem Schälen beginnen. Hier haben wir offensichtlich ein Paar. Da wird ein wenig geschnäbelt. Und dann rückt das Männchen ihr auf die Pelle. Ob ihr dabei ganz wohl ist? Jetzt kann sie aber nicht mehr recht ausweichen. Nochmal ein wenig schnäbeln und dann... scheint gar nicht so einfach zu sein. Und ups, so wird das wohl nichts. Den Vogel links interessiert sehr, was da abläuft. Vielleicht hat er noch eine Chance. Dieser Kaiman ist ausgewachsen. Im Vergleich mit Krokodilen ist er deutlich kleiner. Er liegt am Ufer des Teiches, an dem diese beiden seelenruhig angeln. Ob sie wissen, wer da noch so im Wasser ist? Rostbauchguans sind recht groß und schmecken gut, wurden deshalb gern gejagt.
Entsprechend scheu sind sie jetzt. Das ist der Schlafbaum für Kuhreiher. Aus der ganzen Umgebung kommen sie kurz vor Sonnenuntergang hier zusammen. Der Bauer, auf dessen Land der Baum wächst, war sehr freundlich und hat uns ganz nah herangeführt. Auf der trockenen Westseite des Landes sehen wir die wolkenverhangenen Vulkanberge im Hintergrund. Im Bereich der Berge gibt es stellenweise auch ganzjährig Wasser. Das wird gern genutzt, um den Durst zu löschen. Stellenweise tritt warmes Wasser aus, das hier gefasst wird. In der Umgebung wächst aber ein Trockenwald, der viel lichter ist als der Dschungel im Tiefland. Viele Pflanzen versuchen sich mit Stacheln und Dornen vor dem Gefressenwerden zu schützen. Hier haben wir ein besonders ausgeprägtes Beispiel. Das ist die Tiger Snake, die einzige lebende Schlange, die wir in unserem ganzen Aufenthalt in Costa Rica gesehen haben. Sie ist recht groß, fast 2 Meter lang, aber ungiftig. Der Vulkan Rincón ist ein aktiver Vulkan. Hier ist ein kleiner rauchender Nebelschlot. Beißender Schwefelgeruch durchzieht die Luft. Ein Schlammgeysir. Der Schlamm spritzt ca. 1,5 Meter hoch. Der höchste Teil des Vulkans Rincón war jedoch gesperrt. Zu große vulkanische Aktivität, die für Touristen gefährlich werden konnte. Gleich nebenan entdeckten wir den bunt gefärbten Schieferschwanztrogon. Der kräftige Wind hat sicher mit dazu beigetragen, dass er sitzen bleibt. Ein Schwefelsee.
am Rand ein ziemlich großer schwarzer Leguan. Im Baum ein Tamandua-Ameisenbär, auch er mit Greifschwanz. Die Gattung der Trogone ist recht farbenfreudig. Hier haben wir das Männchen des Veilchentrogons in schickem Gelb und Blau. Das ist das Weibchen, auch noch recht farbenfroh. Das ist der Brauenmottmott. Hier hat er ein Brautgeschenk. Ob er mit diesem vertrockneten Blatt seine Umworbene beeindrucken kann? Aber wer kennt schon die Maßstäbe eines Brauenmottmotts? Mottmotts brüten übrigens in Erdhöhlen. Der Akazienzaunkönig hat kaum Scheu vor Menschen. Er ist ein sozial lebender Vogel und es ist offenbar sehr beliebt, das Gefieder auf allerlei lästige Parasiten durchsuchen zu lassen. Wie er die Federn spreizt, damit der andere gut herankommen kann. Und da ist schon der nächste Kunde. Hier sind wir mit dem Kanu auf dem Weg zum Meer. Wir sind hier auf der Pazifikseite Costa Ricas. Wir sitzen in einem Zweierkanu. Vorbei geht es an Mangrovenwäldern. Die Bäume haben die typischen Luftwurzeln. Auch an diesen Strand kommen Meeresschildkröten, um ihre Eier abzulegen. Früher wurden die Eier ausgegraben und als Delikatesse verspeist. Inzwischen sind sie streng geschützt und werden bewacht. Tarnung ist für viele Tiere die Strategie zum Überleben. Kaum zu entdecken, diese Heuschrecke. Wir sind jetzt weiter oben in den Bergen in einem Nebelregenwald. Auch sehr gut getarnt und durch die Blätter vor zu viel Regen geschützt, dies Nest des kleinsten Kolibris Costa Ricas. Der Zimtbauch-Amazalie, hier an der Futterstelle. Die Kolibris sind zum Teil sehr schwer voneinander zu unterscheiden. Hier ist mir kein eindeutiges Ergebnis gelungen. Das aber ist ein Violett-Degenflügel. Viel größer als die vorherigen. Und manchmal tut eine kleine Pause auch gut. Hier haben wir eine Familie Nasenbären. Gewöhnlich ist die Mutter alleinerziehend. Hier schlecken sie von der Kolibri-Futterstelle herunter tropfenden Saft. Solche Hängebrücken in Wipfelhöhe gibt es öfter.
Grund dafür ist, dass alle Pflanzen zum Licht streben und oben die größte Vielfalt herrscht. Viele sitzen auch auf den Bäumen. All das ist von unten nicht zu sehen. Der männliche Nasenbär kümmert sich nicht um die Aufzucht seiner Jungen. Hier betreibt er in der Spitze des Busches ausgiebige Körperpflege. Dieser Mann ist verrückt und tut etwas streng Verbotenes. Vor ihm ist ein großes amerikanisches Krokodil im Wasser, fast 4 Meter lang. Mit einem Stückchen Hühnerfleisch lockt er das Reptil. Offenbar machen die beiden das nicht zum ersten Mal. Am Rio Tarcoles waren neben den amerikanischen Stelzenläufern auch Nacktkehlreiher zu sehen. Sie werden auch mexikanische Tigerreiher genannt. Auch der Schopfkarakara, den wir von dem Zuckerrohrfeld kennen, war wieder zu sehen. Der Gelbkopfkarakara ist eng verwandt mit ihm, aber viel kleiner. Im Dschungel ist es meist recht dunkel, weil kaum Sonnenlicht bis zum Erdboden durchdringt. Hier lebt das Agouti, ein vegetarisches Nagetier mit langen Beinen, das gut 50 cm lang werden kann und ein Gewicht bis 4 kg erreicht. Eine Geisterfledermaus, die den Tag in einer sicheren Stelle unter einem Blatt verbringt. Der Scharlachara, oder auch hellroter Ara genannt, ist ein beeindruckend großer, bunter Vogel. Er erreicht fast 1 Meter. Hier beobachten wir einige Tiere im Karakara-Nationalpark beim Frühstück. Der Goldkehl-Tukan hat sein Frühstück wohl schon beendet, während es diesem Kapuzineräffchen richtig gut schmeckt. Zum Finger abschlecken.
Der Scharlachara hat in Costa Rica eine kleine Population. Nur rund 300 Individuen leben im Land, hauptsächlich auf der pazifischen Seite. In dieser Lodge gibt es eine Futterstelle für sie, an der man sie wunderbar beobachten kann. Aras sollen in lebenslanger Ehe leben. Das mag ja stimmen, aber heftige Ehestreits gibt es bei ihnen auch. Hier beobachten wir gerade einen. Es scheint ein schwerwiegendes Thema zu sein. Denn zunächst scheint er ja vorbei zu sein und der linke Vogel macht etwas anderes. Aber dann fängt der rechte wieder an und weiter geht der Streit. Und wieder setzt der rechte nach. Und weiter geht es. Und schon wieder fängt es an. Der Rechte kann anscheinend nicht nachgeben. Fast eine halbe Stunde geht das so. Aber jetzt wird alles gut und sie haben sich wieder lieb. Die Einheimischen leben einfach, aber fast jede Familie hat ein eigenes Häuschen. Da wird mit der ganzen Familie geerntet, was die Natur so bietet. Unbeschwertes Badevergnügen. Irgendetwas hat die Pelikane aufgeschreckt. Aber jetzt kehren sie zurück. Es sind braune Pelikane. Ganz in der Nähe segeln Fregattvögel, die Piraten der Meere. Sie sind super gute Flieger und jagen gern anderen Vögeln die Beute ab.
Bei Manuel Antonio gibt es den kleinsten Nationalpark Costa Ricas. Er ist sehr beliebt und bietet auch Strandleben und Badevergnügen. Mitten im Ort suchen hier die kleinsten der vier Affenarten Costa Ricas, die Totenkopfaffen, nach Nahrung. Sie sind sehr beweglich, nutzen alles, was sich gerade anbietet, als Kletterhilfe. Offenbar hat dieser auch etwas Leckeres gefunden. Ihr Erscheinen zieht zahlreiche Neugierige an. Der Nationalpark selbst zieht wahnsinnig viele Menschen an. Manchmal hat es den Charakter eines Volkswandertages. Diese Familie Cappuccinoaffen, wie sie manchmal auch genannt werden, lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Gegenseitige Fellpflege ist angesagt. Und da will noch ein Jungtier kuscheln. Sieht auch entspannt aus. Im Park können viele Tiere von ganz nahem beobachtet werden, so wie diese Gruppe Waschbären. Oder die scheue Sakura-Ralle. Am Parkausgang werden Pipa Frio, gekühlte Kokosnüsse, verkauft. $1 das Stück mit Strohhalm zum Trinken. Der Helmbasilisk ist trotz seiner Größe schwer zu entdecken. Der grüne Leguan, hier ein Männchen mit der großen Kehlwamme, ist die größte Echse Costa Ricas. Mehr als 2 Meter lang und über 10 Kilogramm schwer kann er werden. Er lebt meist auf Bäumen in der Nähe von Wasser und ernährt sich vegetarisch. Das hier ist ein Weibchen. Zum Abschied ruft der Gelbkehl-Tukan.